Es geht um einen 29-jährigen Mann mit diesem Ausschlag. Den hat er seit 2 Jahren. Und seine normale Hautfarbe ist hier. Und alles andere ist dieses sehr dunkelrote Material, das 90% von seinem Körper bedeckt. Wir können es leider nicht näher sehen. Aber wir werden gefragt, was ist denn dies? Seborrheische Dermatitis, Pityriasis rubra, Erythema multiforme, erythrodermische Psoriasis und toxische epidermale Nekrolyse sind im Angebot. Ich glaube, wir können folgern, einfache Schuppen, das ist nicht dieses. Pityriasis von so einem Ausmaß kann meistens ganz schlimm sein, aber dass das mit 29 auf einmal auftauchen würde oder 27, er hat es ja schon seit 2 Jahren. Und Erythema multiforme passt eigentlich auch nicht. Das gibt uns jetzt nur noch 2 Diagnosen und toxische epidermale Nekrolyse ist eine äußerst schwere Hauterkrankung, überwiegend ausgelöst von Medikamenten. Das ist eine Medikamenten-Nebenwirkung und eigentlich mit Blasen und Desquamation assoziiert. Das sehen wir hier auch nicht. Und obwohl ich noch nie erythrodermische Psoriasis im Leben gesehen habe, müssen wir das auswählen. Das ist auch die richtige Antwort. Dieser Patient ist übrigens HIV-positiv. Und wenn wir uns diese Sachen ein bisschen näher angucken, leider konnten wir die Haut nicht näher inspizieren. Ich hätte auch ganz gerne die Fingernägel dieses Patienten gesehen. Dies ist eine Form von Psoriasis. Das kann ausgelöst werden, wenn die psoriatrische Behandlung auf einmal eingestellt wird. Entzug von Corticosteroiden oder auch sogar Teerpräparate und ähnliches und auch assoziiert mit manchen anderen Medikamenten wie Lithium und Antimalaria-Medikamenten und ähnliches. Es ist eine schwere Form von Psoriasis. Sieht das Bild, was wir eben gesehen haben, das hätte ich erkannt, das hätte ich erkannt, das hätte ich sicherlich auch erkannt. Wir werden aber mehr nächste Woche erfahren. Schuppen oder seborrheisches Ekzem, überwiegend Kopfhauterkrankung, Haarlinie und ähnliches, das ist es nicht. Pityriasis rubra pilaris, Haarfollikelausschlag, das war es auch nicht. Erythema multiforme hat unterschiedliche Formen, sieht man schon meistens in der Kindheit, das passt auch nicht. Und das Lyell-Syndrom, Stevens-Johnson-Syndrom im englischen Sprachraum mit Massenblasen und Desquamation als Folge von unterschiedlichen Medikamenten, das passt auch nicht. Jetzt das erste Thema im New England Journal dieser Woche ist das Ovarialkarzinom, Eierstockkrebs. Gott sei Dank nicht so häufig. Wenn es bilateral auftaucht, wie in diesem Beispiel, dann würde man vielleicht an BRCA1 und BRCA2 Mutationen denken. Und in der Tat, das ist eigentlich das Thema von in diesem Artikel, den wir jetzt gleich angucken werden. Die Poly-ADP-Ribose-Polymerase ist ein Reparaturmechanismus, das dafür da ist, um Einzelstrangbrüche in DNA zu reparieren und Tumor-DNA muss ja repariert werden, genau wie normales DNA. Und wenn man die Reparatur von Tumor-DNA vielleicht bremsen oder einstellen könnte, dann könnte man vielleicht Tumoren besser behandeln. Und diese Überlegung ist besonders ausgeprägt, wenn Patienten
Mutationen haben in BRCA1 und BRCA2. Nämlich dann sind die Tumoren ganz besonders angewiesen auf Poly-ADP-Ribose-Polymerase für ihre Reparaturen. Und wenn wir das vielleicht blockieren können durch einen PARP-Inhibitor, dann würden diese Tumoren vielleicht in die Apoptose getrieben, und das ist der Gedanke. Und das Präparat, das hierzu benutzt wird, ist Olaparib. Und Olaparib wird angewendet für Patienten mit triple-negativen Brustkrebs und auch bei Patientinnen mit BRCA1 oder BRCA2-Mutation. Und der Gedanke hier ist, gut, die Mutation in BRCA ist vorhanden, dann müssen Einzelstrangbrüche in der Tumor-DNA durch PARP repariert werden, und wenn wir das mit Olaparib bremsen, dann würden wir vielleicht diesen Tumoren dann in den Zelltod treiben. Und diese Studie ist durchgeführt worden an Patientinnen mit Eierstockkrebs, die Mutationen hatten in BRCA1 oder BRCA2 oder sogar beides. Und dieses genetische Testing oder die Untersuchungen sind überwiegend durchgeführt worden von einer Firma, die heißt Myriad Genetik. Und auch eine chinesische Gruppe war dabei, um diese Mutationen festzustellen bei den chinesischen Patientinnen, die hier dran teilgenommen haben. Und hier sehen wir 260 Patienten, die haben Olaparib bekommen, und 231 haben die sonstige Chemotherapie hier erhalten. Und was wir hier sehen, ist, Endpunkt war tumorfreies Überleben, progressionsfreies Überleben. Und Olaparib war erstaunlich gut im Vergleich zu Placebo bei diesen Patientinnen, die eigentlich sonst nicht sehr viel Optionen haben. Und das ist auch, wenn Zentralkomitee diese Ergebnisse ausgewertet haben, sah das Endergebnis ähnlich aus oder genauso günstig. Und wenn wir hier dieses Forest-Diagramm hier angucken, war dieses positive Ergebnis zu sehen in diesen unterschiedlichen Untergruppen von Frauen mit Eierstockkrebs. So können wir folgern, das sieht ziemlich versprechend aus. Man könnte sich vorstellen, dass wenn man PARP inhibiert, könnte das auch Folgen haben, dass vielleicht Sekundärkarzinome sonst auftreten würden, weil wir diesen Reparaturmechanismus bremsen. Das war aber nicht der Fall in dieser Studie. Die Nebenwirkungen waren überwiegend Übelkeit und Anämie und Ähnliches. Und sonst war die Therapie eigentlich ziemlich verträglich. So können wir folgern, dass PARP-Inhibition bei Patientinnen mit Eierstockkrebs mit BRCA1-Mutationen oder BRCA2-Mutationen, dass dies sinnvoll ist und diesen Patientinnen dadurch geholfen werden können. Ob das für alle Patientinnen mit Eierstockkrebs, auch denen, die nicht mit BRCA1 oder BRCA2-Mutationen gültig ist, wissen wir nicht genau. Was auch ein bisschen irritierend für mich war, war die Tatsache, dass Myriad Genetics die spezifischen Mutationen in BRCA1 und BRCA2 nicht den Forschern oder der Zeitschrift zur Verfügung gestellt hat, weil dies wichtig ist, ist die Tatsache, dass es sehr viele Mutationen an diesen Reparaturgenen gibt. Und es wäre natürlich hilfreich, wenn man wüsste, welche Mutationen hier am häufigsten waren und welche am meisten hier vielleicht angesprochen haben auf Olaparib. Aber Myriad Genetics hat diese Information nicht rausgerückt. Ich glaube, das nennt man Unternehmergeist. Glückwunsch. Das nächste Thema geht es um die Bruton-Tyrosinkinase.
Und die Bruton-Tyrosinkinase spielt eine Rolle bei der Reifung von Lymphozyten. Sie ist auch dafür für die X-gekoppelte A-Gamma-Globulinämie verantwortlich, die von einem Pädiater namens Bruton vor 50 Jahren beschrieben worden ist. Und darum heißt diese Kinase die Bruton-Tyrosin-Kinase. Und was wir hier sehen können, hier ist der B-Zell-Rezeptor und der Signaltransduktionsablauf involviert PA3-Kinase und PIP2 und PIP3. Und die Bruton-Kinase, Tyrosin-Kinase, sitzt hier mittendrin und die können wir hemmen durch Ibrutinib. Wir können auch PI3-Kinase hemmen durch ein anderes Präparat. Das hat sich noch nicht so hilfreich erwiesen, aber Ibrutinib ist bekannt und das wird angewendet für Patienten mit B-Zell-Lymphom und auch ist auch zugelassen in Europa für chronische lymphozytische lymphatische Leukämie. Aber in dieser Studie wurde Anwendung von Ibrutinib verglichen mit konventioneller Chemotherapie mit oder ohne Rituximab. Wir können uns vorstellen, dass wenn Ibrutinib die Reifung von B-Lymphozyten stört, dass Rituximab vielleicht nicht mehr notwendig sein würde. Das sieht eigentlich auch so aus. Wenn wir uns den Verlauf hier gucken, es geht wieder hier ein progressionsfreies Intervall. Erheblicher Einfluss von Ibrutinib im Vergleich zu konventioneller Chemotherapie. Und das war der Fall, ob die Patienten noch zusätzlich Rituximab erhielten oder nicht. Und in unterschiedlichen Untergruppen sieht so aus, als würde Ibrutinib den Leuten mit CLL helfen. Und die Nebenwirkungen waren eigentlich erträglich. Man macht sich dann Gedanken über Auftretung, über Sekundärinfektionen und Ähnliches, aber das war in dieser Studie eigentlich nicht der Fall. So können wir folgern, dass Patienten mit CLL, sehr heterogenes Krankheitsbild, läuft über Jahre, aber wenn die nicht mehr ansprechen auf konventionelle Chemotherapie, kann man denen mit Ibrutinib noch weiterhelfen. Das nächste Thema geht es mir um Bakterien, die wir durch die Umwelt ausgesetzt werden. Und das prototypische Beispiel ist Legionärskrankheit. Das ist eine schwere Pneumonie, tritt auf bei am meisten bei Patienten, die immunosupprimiert sind oder COPD haben oder irgendwelche Typ-2-Diabetes oder andere chronische systemische Erkrankungen. Diese Krankheit kennen wir seit 1976. Und was hier passiert ist, ist es gab eine große Ansammlung, Convention, von amerikanischen Veteranen vom Zweiten Weltkrieg. Die haben sich hier getroffen, in diesem renommierten Hotel in Philadelphia, Bellevue Stratford Hotel. Und die haben da gefeiert und da sie im Zweiten Weltkrieg waren, haben sie natürlich alle geraucht und sind ein bisschen übergewichtig geworden und hatten auch Typ-2-Diabetes. Und es gab einen Ausbruch von schwerer Pneumonie bei diesen feiernden Veteranen hier im Bellevue Stratford Hotel. Und keiner wusste genau, warum. Die üblichen Kulturen waren nicht sehr ergiebig, aber man konnte bei der Versilberung feststellen, dass hier ein Bakterium dafür verantwortlich war. Und dieses Bakterium wurde dann auch isoliert und wurde genannt Legionella pneumoniae. Und man hat festgestellt, dass diese Legionellen waren in der Wasserversorgung, insbesondere in dem Kühlsystem, das das Klimasystem in diesem Hotel war verseucht durch diese Bakterien. Und man hat dann dieses wunderschöne Hotel vom 19. Jahrhundert abgerissen. Das Hotel wurde bestraft wegen dieser Klimaanlage. Finde ich alles ungerecht.
Ich habe ja Medizin studiert in Philadelphia und es war ein wunderschönes altes Hotel. Jetzt steht da ein sehr uninteressanter Betonkasten. Schade. Es geht hier um andere Bakterien. Sphingomona dacei. Das ist eine Familie von Bakterien, die auch gerne in Feuchtigkeit leben. Und mir war nicht bekannt, dass die Krankheit auslösen können. Die machen ganz interessante Kulturen, sind gramnegativ, Legionellen übrigens auch. Weil sie gramnegativ sind, machen sie natürlich keine Sporen, sind ziemlich gut in der Alkoholproduktion und haben andere metabolische Eigenschaften, die interessant sind. Ich wusste nicht, dass sie Krankheit auslösen. Sphingomonas, die haben Sphingolipide in der Zellwand, darum heißen sie so. Und hier ist ein Übersichtsartikel von Leuten mit Sphingomonas-Infektionen. Und überwiegend haben die schwere unterliegende Erkrankungen, sprechen aber ganz gut an auf unterschiedliche Antibiotika, wie hier gezeigt. Und es geht hier in diesem Bericht über einen Sphingomonas-Ausbruch. Ausbruch ein bisschen gelinde gesagt, dies läuft über 17 Jahren bei NIH. Ist doch eigentlich beschämend. NIH betreibt ein Krankenhaus in Washington. Und hier werden Patienten mit ungewöhnlichen Krankheiten überwiesen, wenn die überweisenden Kolleginnen und Kollegen das gewusst hätten sie vielleicht die Patienten irgendwo anders hingeschickt. Nämlich dieses Krankenhaus ist verseucht durch Sphingomonas. Und seit 2006 können wir erkennen, dass eine besondere Form von Sphingomonas, Sphingomonas coriensis, hier überwiegend vertreten ist. Na, letztendlich war es den Forschern bei NIH zu viel geworden. So haben sie sich an dieses Problem herangewagt. Und was wir hier sehen, ist eine Serie an Patienten, die verseucht wurden mit Sphingomonas coriensis. Und die kriegten alle Stammzelltransplantationen, alles Mögliche und hatten schwerwiegende unterliegende Erkrankungen, wie hier gezeigt. Interessanterweise haben die meisten Patienten diese Infektionen überlebt mit konventionellen Antibiotika, wie hier gezeigt ist. Nur 3 sind von Sphingomonas coriensis verstorben. Die klinischen Charakteristika haben wir ja in der Tabelle schon im Prinzip gesehen. Und diese Stämme hat man natürlich erhalten. Und die Antibiotika, die hier angewendet worden sind, sind hier gezeigt. Und in den meisten Fällen war die Behandlung auch erfolgreich. Na, wie kriegt man denn ein Paper in New England Journal? Man muss natürlich die Bakterien alle durchsequenzieren. Das wurde auch gemacht. Und was wir hier sehen, ist, dass die meisten Patienten hatten ähnlichen Stamm und der hier, aber auch ein paar Stämme, die sie hatten, passten hier nicht so gut im Kram. Und man kann von den, hier sind auch Sensitivitätstests gemacht gegen unterschiedlichen Antibiotika und überwiegend eigentlich Cotrim hätte für die meisten Patienten wohl gereicht, so sieht es hier aus. Und hier sind die Patienten am NIH Krankenhaus Clinical Center, heißt das, und die Ausgüsse sind ziemlich unrein, die sollten sich schämen, bisschen mehr Hygiene hier betreiben. Es sind auch ein paar andere Krankenhäuser, die hier sind auch ein paar Proben aus Korea und ähnliches, die hier alle verglichen worden sind. Und hier kann man dann einen Stammbaum machen von diesen Bakterien und NIH ist hier vertreten. Und dann ein bisschen Detektivarbeit. Hier hat man Ausgüsse gefunden, die verunreinigt waren, wo diese Bakterien sich aufgehalten haben, bis irgendwelche armen, immunsupprimierten Patienten vorbeikamen, die sie dann angreifen konnten. Erstaunlich. NIH Clinical Center.
Hoffentlich haben die seitdem irgendwas unternommen. Aber wir haben jetzt einen genetischen Barcode von diesen Bakterien. Das heißt, dass wenn man den Verdacht hat, unser Patient könnte Sphingomonas-Infektion haben, könnte man mit molekularen genetischen Methoden das wahrscheinlich ziemlich schnell eruieren. Das nächste Thema im New England Journal ist Exom-Sequenzierung. Und Sie werden sich daran erinnern, dass die Exonen entsprechen ungefähr 3% des ganzen Genoms. So, und die Exonen sind für die Eiweißbildung verantwortlich. Und man könnte sich vielleicht 97% des ganzen Genoms sparen, wenn man sich auf die Exonen konzentriert. Und das nennt man Exom-Sequenzierung. Das wurde hier durchgeführt an diesen zwei Kohorten von Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen, wo man schon überwiegend eine ziemlich gute Ahnung hatte, was die hatten. Es wird hier nicht berichtet, wie viele dieser Patienten Nierenbiopsien hatten. Ich hätte ganz gerne Exom-Sequenzierungen mit Nierenbiopsien verglichen, aber das wurde hier eigentlich nicht gemacht. Zwei Kohorten von Patienten mit CKD. Und was wir hier sehen, unterschiedliche Nierenerkrankungen sind hier vertreten und die klinischen Diagnosen sind, manche sind präziser, manche aber auch nicht. Hypertensive Nephropathie, keine Ahnung, was das sein könnte. Tubulointerstitielle Erkrankung macht vieles. Und dann waren auch manche, wo man keine Ahnung hatte, was die Patienten wohl hatten. Und was wir hier sehen, ist, manche hatten PKD, aber ich glaube nicht, dass ich Exom-Sequenzierung brauchen würde, um die Diagnose zu stellen. Hier ist eine ganze Reihe von Patienten, die hatten Morbus Alport, Mutationen an Kollagenketten. Uromodulin war auch vertreten bei 9 Patienten. Und dann bei 60 Patienten wurden dann unterschiedliche Sachen gefunden und die Zusammenstellung ist hier gezeigt. So hat man tatsächlich mit Exom-Sequenzierung bei zusätzlichen Patienten eine Diagnose stellen können. Und da haben sich die Autoren natürlich tierisch gefreut, konnten dann ein schickes Paper publizieren. APOL1 ist ein Risikofaktor für FSGS, fokalsegmentale Glomerulosklerose, das bei schwarzen Amerikanern relativ häufig ist. Das ist auch aufgetaucht. Würde man auch erwarten. Das war ja eigentlich schon bekannt, dass das ziemlich häufig ist. So können wir hier folgern, dass bei manchen Patienten wurden neue genetische, unerwartete genetische Befunde erhoben. Aber diese Befunde wurden nicht mit den Biopsien verglichen. Hat mich ein bisschen irritiert. Aber vielleicht Exom-Sequenzierung wird vielleicht billiger sein als Biopsien. Aber ich glaube, wir werden die Biopsien noch nicht verlassen. Dann im New England Journal war dieser Vergleich zwischen meinem heißgeliebten Haloperidol und Ziprasidon bei Patienten mit Delia auf ITS. Delia auf ITS ist häufig. Und dann versucht man, die Patienten zu beruhigen, auch pharmakologisch, so dass sie ihre Endotrachealtubus nicht rausziehen oder ihre intravenösen Zugänge und nicht randalieren und aus dem Bett springen und ähnliches. Ist mir eigentlich nicht so eingefallen, dass Haloperidol direkt Delia verringern würde oder verkürzen würde. Aber das wurde hier getestet und diese Präparate sprechen beide den Dopamin-2-Rezeptor an. Primärer Endpunkt waren die Tage ohne Delir und ohne Koma. Also die Vorstellung hier ist, dass diese Therapie direkt Delir beeinflusst. Und man hat nichts herausgefunden. Haloperidol und Ziprasidon konnten Placebo nicht schlagen. In keiner Hinsicht, können Sie hier selber angucken. Aber was mir hier nicht gesagt worden ist, ist, ob Haloperidol und Ziprasidon
vielleicht das Toben der Patienten oder Extubation oder aus dem Bett springen und ob das verringert wäre. Nämlich das ist eigentlich der Grund, warum Kliniker auf ETS diese Präparate verabreichen. Meines Erachtens nicht die Vorstellung, dass es Delir unbedingt direkt verringert oder vermeidet. Also die ganze Studie war negativ und die Tatsache, dass Haloperidol QT-Intervall verlängert, das ist ja schon bekannt und dass extrapyramidale Nebenwirkungen auch auftreten können, war auch bekannt. Und der Patient hier, der Rhythmusstörung entwickelt hat, hat die Rhythmusstörung entwickelt 4 Tage nachdem Haloperidol abgesetzt worden war. Nicht so überzeugend, aber kein Unterschied. Ich glaube, ich würde tobenden Patienten immer noch Haloperidol verordnen. Aber das ist halt New England Journal. No evidence, keine Evidenz, dass Haloperidol oder Ziprasidon einen direkten Einfluss hat auf der Verweildauer von Delir. Nächste Thema ist Hautsarkoidose. Überwiegend sind das schwarze Patienten und Hautsarkoidose kann ziemlich ausgeprägt sein, wie diese Abbildung hier zeigt. Aber überwiegend, wenn wir mit Sarkoidose zu tun haben, sind wir interessiert an Einfluss auf Lungenerkrankung oder Hyperkalzämie oder Nierenerkrankung oder ähnliches. Aber insbesondere bei schwarzen Patienten ist Hautsarkoidose tatsächlich ein Problem. Und die Tatsache, dass Zytokine bei der Sarkoidose eine Rolle spielen, ist bekannt. Und Zytokine signalisieren über Januskinasen Transducer und der Ablauf dann läuft über Signal Transducer and Activator of Transcription, sogenannte STAT-Proteine. Und die können gehemmt werden mit Tofacitinib. Und was wir hier sehen bei dieser Patientin, die kriegte dann Tofacitinib zwischen 2015 und 2017 und tatsächlich die Hauterscheinungen sind besser geworden. Und das können wir hier ein bisschen eleganter sehen in diesem Bild im Supplement. Vor und nach Hauterscheinungen sind besser geworden. Und tatsächlich Hautbiopsien, wenn wir Expression von CD68, Makrophagenmarker und die Phosphorylierung von den STAT-Proteinen, das wurde durch Tofacitinib verringert. Und wenn wir vergleichen die Phosphorylierung von STAT-Proteinen bei der Patientin im Vergleich zu einer Kontrollhautkrankheit, Santalasmen, das Lipid-Deposition, hat nichts mit STAT zu tun, sieht aus wie normale Haut, dann sehen wir, dass tatsächlich diese STAT-Proteine hier aktiviert sind. Und in dieser Studie ist sogar RNA-Seq oder RNA-Sequenzierung durchgeführt worden, um diese anderen proinflammatorischen Transkripte zu untersuchen. Und die haben hier auch eine Rolle gespielt und wurden beeinflusst von Tofacitinib. Jetzt ist die Lungenfunktion besser geworden. Das hätten wir natürlich am liebsten gewusst. Und wenn wir uns diese Tabelle in Ruhe angucken, so wurde ein bisschen besser. Aber ganz recht, weil wir es nur mit einer Patientin zu tun haben, waren die Autoren sehr zurückhaltend, was Lungenfunktion anbelangt und haben eigentlich die Aussage nicht getroffen, dass dies eine gute Therapie wäre für Lungensarkoidose, obwohl das bestimmt den Lesern einfallen würde. So können wir folgern, dass tatsächlich mit Tofacitinib haben wir vielleicht etwas Zusätzliches zu bieten bei Patienten mit schwerer Sarkoidose. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man ZNS-Sarkoidose hat, das werde ich mir merken. Review im New England Journal geht es um glucocorticoid-induzierte Osteoporose. Und bei Patienten, die Steroide kriegen für mehr als 2 Wochen, sollte einem einfallen, Knochen folgen. Und was können wir ja machen? Und den T-Wert bestimmen. Und Vitamin D-Spiegel vielleicht uns angucken und die Risikokonstellation insbesondere bei Patientinnen,
die hier betroffen sein konnten. Und hier sind die Punkten und die Risikoskala und flächendeckende Untersuchungen nach Frakturrisiken und was für Steroiddosis wird hier verabreicht und wie lange und die Bedeutung von T-Werten, Abweichungen von im Vergleich zu Frauen, die nur 30 Jahre alt sind, und Bisphosphonate haben wir ja letzte Woche schon diskutiert in einer Studie, wo Osteopenie untersucht worden ist. Bisphosphonate sind sicherlich indiziert, da muss man aber auch Nierenfunktion berücksichtigen etc. Und den pathogenetischen Ablauf von Glucocorticoid-Exzess und der Entwicklung von Osteoporose wird hier kurz zusammengefasst und die Bedeutung von NF-kappa-B, Signaltransduktionswege und Rangligand und ähnliches und therapeutische Angriffspunkte und die Leitlinien, die im Prinzip alle das Gleiche sagen, dass man sich Osteoporose-Risiken angucken sollte und eine Prophylaxe den Patienten und Patientinnen überwiegend anbieten sollte. Und das wird dann auch hier vorgeschlagen bei diesem Beispielfall, der hier gegeben ist. Hier ist eine Frage aus dem New England Journal. Es geht um eine 28-jährige Frau. Die hat aber schon eine Vorgeschichte von Rheuma in der Kindheit. Mikrognathia, kleinen Mund, Zähne passen nicht übereinander, Temporomandibulargelenk tut weh, hat sogar Crepitus und wir werden gefragt, was ist dies? Systemische Lupus erythematodes, vielleicht denkbar, idiopathische Temporomandibulargelenkdysfunktion, ja, aber sie hat ja auch andere Gelenke, die involviert sind. Ist dies Morbus Still? Jetzt im Erwachsenenalter? Unwahrscheinlich. Rheumatoid Arthritis? Kein Ansatz dafür. Dann bleibt uns nur übrig oligoartikuläre juvenile idiopathische Arthritis. Kannte ich gar nicht, aber das geht tatsächlich einher mit Mikrognathia und Dentalmalokklusion und Temporomandibulargelenkstörung. Sollte man vielleicht wissen. Dann der Fall im New England Journal, geht es um eine Frau in mittleren Jahren mit Bronchiektasen. Man fragt sich, warum. Wird aufgearbeitet, hat schon jahrelang Probleme mit oberen Atemwege. Schon mit multiplen Antibiotika behandelt worden und ist getestet worden, hat keine Ankers und hat keinen Alpha-Antitrypsin-Mangel oder ähnliches. Lungenfunktion ist ein bisschen eingeschränkt, aber COPD ist dies nicht. Übertragung von Kohlenmonoxid war normal. Bei der körperlichen Untersuchung hat sie ein paar Rasselgeräusche, sieht aber auch eigentlich nicht so schlecht aus. Normal entwickelt, normalgewichtig. Und lauter Labortests hier sind gemacht worden, helfen uns auch nicht weiter. Eine Sputumkultur ergibt säurefeste Stäbchen, aber nicht MTB. Kriegt ein Lungenröntgen, das ist hier, sieht eigentlich ziemlich normal aus, sind hier vielleicht ein paar Mini-Kavernen, würde vielleicht mit Bronchiektasen einhergehen, vielleicht diese Bronchien. Machen wir lieber CT und hier sehen wir die Bronchiektase. Dann ist die Frage, was ist dies? Ist dies durch Infektionen ausgelöst, vielleicht MTB? Unwahrscheinlich. Geht es hier um Immundefektkrankheiten wie die ex-gekoppelte A-Gamma-Globulinämie? Aber sie ist ja eine Frau, warum sollte sie das haben? Ist dies Asthma oder irgendeine allergische Erkrankung. Und dann konzentrieren wir uns auf Krankheiten, die mit einhergehen, dass die Atemwege nicht von
Rotz geklärt werden können. Schleim, Mucus, Phlegma. Und dazu braucht man Cilien. Und dazu muss der Phlegma dann auch richtig konstruiert sein. Das Phlegma oder der Phlegma? Das Phlegma. Dankeschön. Das Phlegma. CFTR, Mukoviszidose. Aber bei jemand, der 47 Jahre alt ist, könnte das sein? Na, CFTR-Mutationen haben ja ein riesig breites Spektrum. Und nicht alle Leute mit CFTR-Mutationen sterben in der Kindheit oder haben klinische Mukoviszidose, obwohl es bei dieser Patientin interessant oder man wird darauf aufmerksam, dass sie ist lange verheiratet, aber hat keine Kinder. Muss man fragen, ob das absichtlich ist. Nämlich Lungenerkrankung hat sie schon lange. Cilien. Die Cilien sind, diese Bestandteile bestehen aus 9 unterschiedlichen Mikrotubuli, die eine besondere Ausrichtung haben. Und eine Serie von Krankheiten betreffen Cilien und die Motorproteine, sodass diese Cilien, die ständig diesen Schleim nach oben befördern, sodass die richtig funktionieren. Na, eine bekannte Krankheit, die mit Bronchiektasen einhergeht, ist das Kategener-Syndrom. Aber diese Leute haben das Herz auf der rechten Seite, weil es sich nicht richtig dreht, nämlich dafür in der Entwicklung, weil man dafür Cilien auch braucht. Stellt sich heraus, diese Frau ist heterozygot. Sie hat eine doppelte Heterozygotie. Sie hat diese bekannte Phenylalanin-Mutation an der Aminosäurenposition 508, eine Deletion, sodass Phenylalanin nicht produziert wird. Und auf dem anderen Chromosom hat sie eine Mutation, die entspricht einem Austausch von Aspartat für Histidin. So ist eine doppelte Heterozygotin und hat eine relativ milde Form von Mukoviszidose und kriegt auch Ivacaftor, das mit Proteinfaltung zu tun hat. Und hier ist eine Biopsie und sie hat Bronchiektasen, Entzündungszellen überall. Und die Diskussion dann geht um, wie man Mukoviszidose behandelt und was vielleicht für diese Frau am günstigsten wäre. Und dieses Thema haben wir ja schon in 2 relativ neueren Studien im New England Journal schon diskutiert. Terzakaftor und Ivacaftor, wo man auf einer Seite die Faltung des Proteins beeinflussen kann und auf der anderen Seite die Expression von dem CFTR-Kanal in der Zellmembran. Jetzt, weil Lancet blau gemacht hat, die feiern noch, bewegen wir uns zu JMA. Und hier ist ein Übersichtsartikel für, fand ich ganz toll, das ist eine riesige Meta-Analyse für alles, was man geben kann, um Knieschmerzen zu verringern. Total toll. Im Vergleich zu Placebo. Und 47 kontrollierte Studien, alle dauerten für über ein Jahr, vergleichen dann diese Präparaten, die auf unserer rechten Seite sind, gegen Placebo. Paracetamol, Vitamin E, Calcitonin, Strontium, klingt wie eine schlechte Idee, dann lauter nicht-steroidale Antiphlogistika, ihr Lieblingspräparat ist bestimmt dabei. Dann Glucosaminsulfat, Hyaluronsäure, Doxycyclin, alles Mögliche. Spirifermin, noch nie gehört, ganz spannend. Na, was kam denn dabei raus? Na, Placebo sieht besser aus als Paracetamol. Im Prinzip kam gar nichts dabei raus. Das ist doch irgendwie beschämend. Was hier angewendet wird, ist die WOMAC-Skala. Das sind 5 Fragen über Schmerzen, 2 Fragen über Gelenksteifigkeit, 17 Fragen über physische Funktion des Gelenkes,
Und dann kann man eine Auswertung machen. Und dann hätte man gerne, dass einer dieser Präparate vielleicht den WOMAG-Wert hier verbessern würde. Spreefermin macht es schlechter. Das wollen wir nicht haben. Betamethason, sogar Steroide und auch die Anwendung von gespritzten Steroide wurde hier auch getestet. Bad idea. Lieber nicht machen. Eigentlich Celecoxib sah nicht so schlecht aus. Aber wenn man ein bisschen kritischere statistische Auswertung macht, dann fällt das auch weg. Glucosaminsulfat sah auch nicht schlecht aus. Das hat wenigstens Schmerzen ein bisschen gelindert. Aber, wie die Autoren betonen, war der Effekt von Glucosaminsulfat bescheiden und eher klein. So sollte man vielleicht das Kniegelenk in Ruhe lassen. Dann das nächste Paper in JMA hat mich auch sehr aufgeregt. Alle, die mich kennen, wissen, wie ich diese Genom-Assoziationsstudien liebe. Na, hier wurden 2,4 Millionen genetische Varianten, SNPs, getestet worden, sind hier getestet an, es sind Millionen Menschen in dieser, drei große Kohorten an Patienten und alles, was für den Kreislauf hier wichtig ist, wurde hier getestet. Systolischer Blutdruck, diastolischer Blutdruck, Bauchumfang, Hüftumfang, LDL, HDL, was ist sonst noch, Triglyceride, Glucose, nüchtern Glucose, Insulinspiegel etc. Jetzt, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass alle diese Sachen sind schon vor 50 Jahren an Zwillingsstudien getestet worden, ob da ein genetischer Einfluss ist, durch die Untersuchung von eineigen und zweieigen Zwillinge. Und wir wissen, dass diese Sachen von Genetik beeinflusst werden. Und was wir jetzt wissen, ist, dass die SNPs diesen Befund bestätigen. Das kann man hier sehen. Increase in BMI Adjusted Waist Hip Ratio und ähnliches. Und das sehen wir hier. Und da es 2,4 Millionen Dinger hier sind, die einzelnen Effekte sind so trivial, dass sie hier in dieser Studie gar nicht erwähnt werden, weil sie so gering sind, dass es gar nicht sinnvoll ist, diese Sachen einzeln aufzuarbeiten. Aber wir wussten ja schon, dass diese Sachen unter genetischem Einfluss liegen. Und das wurde in dieser Studie auch bestätigt. Was können wir folgern? Diese Studie unterstützt die Hypothese, dass gluteofemorales Fettspeicher kardiometabolischen Risikofaktoren erhöhen und dass das hier ein genetischer Einfluss darauf sich befindet. Toll, wussten wir. Jetzt die Telomere. Das sind die Spitzen der Chromosomen. Und auf die wurde schon aufmerksam gemacht von Barbara McClintock und Josef Müller, Hermann Josef Müller, die beide Nobelpreise erhalten haben. Und dann, wie diese Telomere durch die Telomerase dann bei der Zellteilung wiederhergestellt werden, dafür haben Elizabeth Blackburn und Carol Greider vor kurzem auch Nobelpreise gewonnen. Und bei der Zellteilung verkürzen sich die Telomere, bis sie sich nicht mehr teilen können, was natürlich schlecht ist. Was diese Studie hier getestet hat, ist, dass man durch Sport die Telomerase-Aktivität erhöhen könnte und die Telomeren verlängern könnte. Das ist eine gewagte Hypothese. Insbesondere finde ich, dass diese ganze Sportintervention nur 6 Monate lang war und dass man hier einen Effekt auf die Telomerase und Telomerenlänge feststellen könnte, finde ich unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich diese Studie glaube. Aber die haben Leute hier rekrutiert, normale Menschen, so im Durchschnitt 50, Männer und Frauen beide, ziemlich schlank, konnten eine Herzfrequenz von 180 aufbauen, auch nicht schlecht. V2 Max geht auch.
Die haben sie dann randomisiert zum aerobischen Training, Intervalltraining, Krafttraining und Couchkartoffel. Interessant. Und hier sind die aerobisches Training, die mussten nur dreimal pro Woche ein bisschen gehen und laufen und ihre Herzfrequenz auf 60% hoch, maximalen Wert hochheben. Finde ich eigentlich ziemlich trivial. Dann die Intervalltraining war ein bisschen anders, aber auch ein aerobisches Training und dann hier Krafttraining. Gut. Aerobisches Training hat tatsächlich VO2 Max erhöht und Herzfrequenz, ruhende Herzfrequenz verringert und andere Variablen sind hier gezeigt, sogar Cholesterinspiegel ein bisschen gesenkt. Im Gegensatz hat Krafttraining hat auch eigentlich im VO2 Max ein bisschen verbessert. Aber was wir hier sehen, ist, die Telomerase-Aktivität wird erhöht durch aerobisches Training, aber nicht durch Krafttraining. Und die Methodik, die hier angewendet worden ist, kann ich nicht beurteilen. Aber es scheint so zu sein. Auch in CD14-Leukozyten und CD34-Leukozyten, die eher so Richtung Vorläuferzellen wandern. Und dann, was erstaunlich ist, ist die, so behaupten die Autoren, ist, dass die Telomerenlänge, Wurmeslänge ist verschieden, hieß es in Wilhelm Busch, und Telomerenlänge wohl auch, aber das soll mit Intervalltraining und aerobisches Training besser geworden sein. Ich finde das unglaublich. 6 Monate Training und ich kann meine Telomere verlängern, muss ich gleich damit anfangen. Also, so folgern die Autoren. Aerobisches Training ist gut für die Telomerase und gut für die Telomerenlänge. Wir werden jetzt die Sitzung beenden mit diesem Fall. Erstaunlich. Kammerflimmern durch die Inhalation von Deo. Kann man das glauben? 19-jähriger Patient, bekannt als drogensüchtig, ist in irgendeiner Anstalt, um sich unabhängig von den Drogen zu machen, aber kann es doch nicht ganz lassen. Der kriegt da Kammerflimmern, kommt die Sanitäter vorbei und der muss 6-mal geschockt werden, bis wir dieses wundervolle 25 Millimeter pro Sekunde EKG bewundern können. Und was wir hier sehen, ist, Herzachse ist ein bisschen nach rechts. Beim 19-Jährigen ist das okay. Und er hatte hier diese ST-Strecken und T-Wellenveränderungen. Aber nach 6 Elektroschocks würde ich ihm das auch gönnen. Und dann Laborwerte. Ein bisschen Torpater und Hypokaliämie. Haben sie wahrscheinlich den Bicarbonat gespritzt oder irgendwas. pH 7,14, sein Bicarbonat ist 14, aber sein Laktat ist auch 14. So können wir die Anionenlücke hier erklären. Und dann lerne ich, dass die Substanz hier in, wenn man sein Deo einatmet, wird man Butan ausgesetzt. Gott sei Dank hat er nicht gleichzeitig geraucht, sonst wäre er wahrscheinlich explodiert. Das ist Butan. Dieses ist bekannt. Und Abusus kann man ja eigentlich, wenn man die Patienten jetzt ein bisschen Nase anwendet, kann man die Diagnose schon feststellen, nämlich es riecht nach Butan. Also, weg damit. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Kommen Sie nächste Woche wieder.